Der sieht auch so ein bisschen aus wie so eine italienische Mortadella. Mortadella? Ja, kennst du nicht diese italienische Mortadella, Mann? Mit diesen Flecken? Achso. Warte. Den snack ich mir. Ich glaube, da kommt man besser von der anderen Seite. Ich mach das schon. Oh, hätte ich fast wieder verloren gerade. Oh. Da muss man echt aufpassen mit dem Wind. Vor allem der hier oben, Sneaky. Ja. Der Sneaky gerade. Was trüden die denn hier so rum? Flöte doch nicht so, du Mann, Sau. Wie witzig die aussehen, wenn die das machen. Hier irgendwas raus, ey. Federlini. 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 So, so bong, heißen die auch bestimmt. Bong, bong, dong. Bongo, Kongo. Bongo, da ist Kongo. Münze. Bongo, Bongo. Das ist wieder musikalisch mit Tizet. Ja, Mann. Diesmal im richtigen Setting auch. Ja. Musikalisch mit Tizet in einem musikalischen Level. Tu. Ja, ich bin weißt, da reingesaugt worden, ne? Und bin dann links wieder rausgekommen. Ich bin einfach runtergefallen. Ach, man muss, oh, man darf da nicht zu nah rankommen. Ach so, man muss da oben drüber praktisch, genau. Oh. Ja, alles. Ey, das Herz bleibt doch trotzdem erstmal stehen, so für einen Moment. Nö, mir nicht. Jetzt aber. Ja. Boah, Alter, die Münze ist nein! Ich hol schon. Nein! Das ist kein Spiel. Hey, lol, genau der Checkpoint. Die haben gewusst, dass sie da hier reinkackt. Ja. Bussparer, ich bin schon wieder tot. Leck me! Das hat sogar geklappt. Ja. Nein! Scheiß auf die, Mann. Nein! Okay. Egal, jetzt aber so, wie man es tun soll. Oh, Mann. Oh, Mann! Nein! Ja, almost, almost, jetzt aber. Haben wir Leben oder sowas? Nee, ne? Nö. Wir verlieren halt, glaube ich, nur. Ah, nee, wir haben einen Checkpoint. Ich gehe einfach oben lang. Nein. Du bist auch gestorben. Ja, schon die ganze Zeit. Ja, warum fliegst du ja nicht zu mir? Ja, bin ich doch. Du hast mich auch befreit und dann bist du aber direkt wieder gestorben und ich dann auch. Britzigeia, jetzt haben wir es geschafft. Britzigeia. So, es gibt her hier. Da oben ist aber auch noch was, da müssen wir nochmal einschalten. Das ist gar nicht so easy, Mann. Du musst das immer im Kopf behalten, eigentlich, dass die Dinger wieder weggehen. Also es geht. Ja, ja Bonus ich. Round. Für einen Cage wahrscheinlich. Oh, Dengel schaut wieder vom Einzelnen. Das ist krank. Oh nein, man muss den Vogel ja erstmal hauen! MP, ich ja mach das. Okay, wir stehen this. Zur Absicherung. Wow! Wow! Mit Leck! Oh! Moves! Moves! Leistung. Das war Konzentration auf höchstem Maße. Aber erfolgreich. Ja, aber erfolgreich. Okay, jetzt müssen wir nach unten. Ja, warte ich. Los, los. Oh, los. Danke. Ja, ich dachte eigentlich, geht da durch und dadurch. Ja, ja. Denk nicht so viel. Denk wieder, bitte. Denk nicht so viel. Blub. Das bei dir funktioniert jetzt auch auf Kanal. Kommando, denk nicht mehr. Okay. Ja. Und dann einfach das. Ich habe bestimmt einen guten Hauptschüler. Entschuldigung. Oh, Alter, was machst du da schon wieder für Moves? Der Wahnsinn. Oh no! Egal, geschafft. Und jetzt zurück schnell. Okay. Konami Hurensohn. Seid ihr scheiße. Ich habe auch im letzten Mario Part voll Super Mario 64 gebasht. Warum 64? Ja, weil einfach mir das Spiel so auf Eier ging. Echt? Ja. So hat das auch den Nostalgie-Brillen-Effekt? Nein, ja, jein. Nee. Das, was ich gesagt habe, habe ich auch so gemeint, aber es klang einfach viel krasser, als es gemeint war. Weißt du, wie ich meine? Nein. Ach man. Guck mal, das hat hier was vor. Ah, das ist cool. Wo war das nochmal? Warten so was ähnliches? Nope! Ja, du bist doch auch dagegen geknallt! Und deswegen habe ich auch noch ein Herz, ne? Hä? Lügner! Oh! Unfair! Nope! Ja, ja, weil ich dich gesaved habe jetzt. Mann! Warte, hol mich lieber hier unten wieder, genau. Oh. Ja klar, krall dir das Herz. Ich dachte, wir kriegen das beide. Ja, wenn wir da beide durchfliegen. Ich habe meins doch gerade verloren. Wie cool du da runtergerutscht bist und dieses
verloren. Ja, ich kann's nicht nachmachen. Und ich bin voll. Ach, bin dumm. Bist du oben gerade rein? Nee, du bist tot. Wieso kann. Wieso? So. Yeah, yeah. Ist da oben was versteckt? Nee, nein. Ist unten auch, okay. Ja, dann durch da. Bin ich schon. Okay. Alter, ich bin da voll in den Vogel gelaufen. Oh, das Levelende, oder? Der war close. Der war close. Irgendwie auch. Haben wir zwei übersehen, aber ne, die kriegst du jetzt am Ende. Ach so, echt? Ach so, ja! Ja! Das wäre doch gut. Guck mal, das sind 324. Das, ja, reicht leider. Immerhin für die beiden Smileys. Ja. Ja, ist doch cool. Wer braucht denn die Medaillen? Richtig gerockt das Level, so macht man das. Ja, auch wenn wir gar nicht mehr so am Rushen sind, ne? Nö, aber das funktioniert auch gut. Aber wir sind ja auch deutsch. Den hab ich jetzt nicht verstanden. Rushen. Oh Gott, du Mann! Da wäre ja nicht so am Rushen. Da kommt wieder einige. Aber, wenn ich das gecheckt hätte, ich glaube, ich hätte den Lachflash meines Todes. Meines Lebens. Der Lachflash meines Todes, ehrlich gesagt. Ja, ja. Der Lachflash hätte mich wahrscheinlich getötet. Ja, oh mein Gott, ey. Ja, I'm Russian. Ja, aber ich glaube, an einem gewissen Punkt kannst du ja auch nicht mehr so durchrendern. Weil, also jetzt geht's ja, vielleicht jetzt, noch. Jetzt gerade ist es halt auch nicht mehr so schnell. Das ist auch vom Leveldesign nicht mehr so aber schnell. Aber es ist auch nicht schlimm, es macht ja auch Spaß. Trample. Trample nicht auf mir herum. Mal gucken, was jetzt kommt. Donald Trumple nicht auf mir rum. Der musste sein, weil so ein Ding war, ne, ganz ehrlich. Ja, das wird doch ganz anders geschrieben. Da müsstest du eben lieber die Trumpets aus dem letzten Level oder so nehmen. Nee, aber die sind ja Didgeridoos. Ja, aber waren da nicht auch Trompeten irgendwo? Nein, also nicht. Na, dann nicht. Wird schon. Aber ich habe eben gesehen... Übrigens, Leute, ich sag jetzt schon mal, ne? Wenn in meinem Abschiedsbrief steht, dass ich mich umgebracht habe, das war der Secret Service, das war ich. Oder das FBI, oder die CIA, ja. Oder die NSA, die ja nur. Aber ich habe eben schon gesehen, dass die Welt hier gleich schon wieder vorbei ist. Also ich glaube, ja, da vorne so war die ja schon. Pro-Session der Welt zu machen, ist eigentlich schon mal eine gute... Naja, irgendwann wird es nicht mehr, glaube ich, funktionieren. Nee, irgendwann vielleicht nicht, aber weil, so für den Anfang können wir uns erstmal so daran orientieren. Man weiß ja, denke ich mal, ne? An unserem Super Mario Köpkiss. Dass das nicht immer so schnell geht. Nee, aber wenn das jetzt heute klappt, dass wir jetzt im Anschluss noch Zelda aufnehmen und so, dann können wir das ja in Zukunft... Na, egal, wieder zurück. Ja, dann können wir das ja in Zukunft immer jetzt so geht's natürlich nicht mehr. Alter, so rein. Schweinerei! Und dann ist das auch in Ordnung, dann kann auch... In Ordnung ist... In Ordnung! In Ordnung! Dann ist das in Ordnung. Dann kann sowohl Rayman als auch Zelda wöchentlich kommen. Und Zelda dauert ja auch nicht mehr so lange, bis wir das geschafft haben. Oh, scheiße, ich hänge hier fest. Du... Hast du gleich Fehler gemacht wie ich? Nee, eigentlich nicht. Nur, man muss halt hier auf die Zeit achten. Und das Ding erinnert mich, ich weiß nicht, Weißt du, du gehst jetzt da oben lang. Wenn ich das mal hinkriege hier. Wie hieß denn noch dieses knuffige Spiel damals auf dem N64 mit Yoshi? Yoshi's Island. Nee, das war auf dem Super Nintendo. Achso, was, N64? Ja, das war so ein Stofflook. Das mochten auch viele nicht, weil das so richtig kindermäßig aussah. Yoshi's Woolly World? Nee, das war ja Wii U. Das war auch so ein Stil angelehnt. Ach, Yoshi's Story! So ist das, genau. Da gab es auch so eine Schlange. Unter Wasser, die sah halt auch so aus. Aber das ist ja eher ein Instrument, ne? Vielleicht kommen ja irgendwann noch so schwebende Gurken oder so. Findest du es auch so witzig, dass Katzen einfach vor Gurken so eine krasse Angst haben? Woran liegt das? Keine Ahnung. Wieso? Das verstehe ich immer nicht. Ich muss jetzt auch bald nochmal so eine Gurke kaufen, die mal unseren Kater vor die Nase liegen. Ja, machen wir jetzt einen Feldtest oder was? Ja, das filmen wir, das packen wir in irgendein Weihnachtsvideo rein. Ja. Die Gurken verkleide ich vorher mit Weihnachtsmützen. Damit es festlich bleibt. Ja, muss jetzt zum Setting passen. So. Da sind wir schon am Levelende? Nee. Jetzt noch nicht. Oder doch? Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall hier... Geil, das ist der mobile Walljump. Das erinnert mich ein bisschen an Super Mario World. Nein? Moment, das kann niemals das Levelende sein, wenn das der erste ist. Das ist ein Bonusrunde gewesen. Klar. Okay. Das ist so. Dann ist, ich krieg das gar nicht mehr mit. Sind wir jetzt bei Aladdin? Nee, das war. Ja, ich weiß, das habe ich schon gehört, aber halt wegen dem Setting gerade hier, das sozusagen. Ach so, diese... du warst wieder beim Spielen gerade. Ja, genau.
Teppichflieger-Level. Oh nein, da muss man... Ach, Teppichknüpfer-Action. Das auch. Hallo. Ja, warte, ganz vorsichtig. Komm mal runter hier, scheiß auf die Münze. Nee. Nein, ich scheiß auf die Münze. So, jetzt müssen wir uns, glaube ich, hier ziemlich beeilen, damit wir hier noch rechtzeitig hochkommen. Ich fliege, ich cheate. Ja, das geht. So, komm, aber cheaten ist hier nicht. Aber so war... Scheiße. Ach, da muss man oben drüber. Aber cheaten ist hier nicht. Voll mies. Hat man nicht gesehen. Ja, sehr viel. Die Kommentatoren-Meisterleistung. Da, ja, das war jetzt aber auch eine Stelle, wo man sich mal konzentrieren musste. Wait for it. Wait for it. It's Rayman. Wie geil. Ja, hol mich doch erstmal wieder, du Profi. Hab ich doch jetzt. Ja, aber du gehst in dieses Herzding, obwohl du halt schon eins hast. Ach so, echt? Und belebst mich halt danach wieder, damit ich das jetzt garantiert nicht kriege. Ja, guck mal, das war aber auch schon wieder unterbewusst. Also, ja, sorry. Das ist, ja, nein. Das ist ja unterbewusster Hass. Alter, hier, deswegen muss man mich nicht gleich töten. Das war so klar! Ich hatte ja aber auch keins. Auch keins, ja, okay. Dann ist das okay. Ja, leck mich doch! Nein! Alter! Vollgas! Wow! Oh Mann, ich fahr damit sogar gut! Alter, was läuft denn? Jetzt raus hier! Und über die Bongo! Die Moves! Oh, Alter, das war... Jetzt der Spinner. Das war Leistung mal wieder. Jetzt ist Levelende schon. Egal, also, dann kommen wir vielleicht noch auf 4. Du bist auf jeden Fall kein guter Koreaner. Wie kommst du jetzt darauf? Ja, wenn das schon Leistung für dich ist, das sind so die Grundmechanik. Ach so. Ja. Ey, das ist Leistung für mich. Ey, guck mal. Deswegen, Gott sei Dank bist du Deutscher. Du in Korea wärst du jetzt... Du schaust ja mein Mario-Projekt nicht, aber weißt du eigentlich, wie sehr ich da am Struggeln bin? Das ist so fucking schwer, dieses Spiel. Als ich klein war mit 10 oder so, ich hab das so durchgerusht. Ach so. Das kann sein. Ja. Und jetzt geht das einfach nicht mehr. Dann sind wir doch... Oh, scheiße. Ich meine, da meint man doch irgendwie, dass das Gehirn geklappt. Einfach nicht mehr fähig ist. Aber ja, sieht man natürlich. Das ist aber geil, dass das Gehirn nicht mehr fähig ist. Aussetzer. Scheiße. Ah. Man wird alt. Eine neue Figur ist im streichenden Baum verfügbar. Oh, cool. Gucken wir uns dann noch im Anschluss an. Ja, aber jetzt machen wir nochmal eben. Scheiß auf den Fetzen. Ja, jetzt machen wir auf jeden Fall keinen Weg. Hurra! Hurra! Ist das jetzt auch das letzte Level? Ja, ist ja. Scheint ja so, ne? Oder ist das noch vor dem letzten Level? Ich glaube, das letzte Level ist da hinten, ne? Egal, wir machen jetzt erstmal weiter, wir haben noch Zeit. Haben wir nicht dann jetzt eigentlich gerade schon zwei Welten? Nein, wir sind jetzt nur in der zweiten Welt. Ach, wir haben doch ein paar von diesen Prinzessinnen schon geholt. Nein, nur eine und jetzt die. Ja, aber... Aber krieg ich zwei pro Welt oder was? Nein, die Prinzessin haben wir im ersten Level befreit, die da jetzt gerade war. Ach die so. Die macht uns das Level frei, glaube ich, am Ende. Guck mal, das ist doch das letzte Level, oder? Weil, guck mal, das hatten wir doch auch in der Welt 1 hier mit diesen Elektroons-Dingern. Oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Doch. Achso, ja, aber da hatten wir dieses, da waren wir auf der Mücke dann. Ja, genau. Ach du Scheiße. Alter, wieso war ich jetzt so schnell? Na, lass mich zurück, ist okay, ich bin fertig. Diese Rutschdinger hier, die erinnern mich auch so ein bisschen an Donkey Kong für die Wii U, aber das war ja kam ja später, das haben die sich wahrscheinlich hier abgenommen. Donkey Kong. Mit dem Rutschen. Oder gab es das auch früher schon, weiß ich gerade nicht. Wenn die klauen sowieso. Ich habe vorhin American Dad geguckt. Und läuft das überhaupt noch? Nee, nö. Illegal. Stream. Ja, wieso illegal? Stream ist legal. Nein, ich dachte noch. Ja, du kannst das doch auch legal gucken. Muss ja nicht gleich illegal sein. Jetzt hast du dich verraten. So. Nein, weil Stream ist immer noch so. Die sind ja immer noch so ein bisschen. Achso, wenn du das wenn du das jetzt auf Netflix guckst, dann ist das illegal oder was? Weil du bezahlst ja Geld. So, ja, nein, natürlich nicht. Aber auf den ganzen Streaming-Diensten. Aber das ist auch legal. Immer noch. Ja, ich mag die nicht, weil die sind schlecht, oder? Los geht. Ballermann! Ich hätte mir sogar Netflix geholt. Mama Mosquito! Ey, Netflix ist scheiße in Deutschland. Das Problem ist, genau, vor allem, dann hast du da Family Guy oder American Dad. Und dann hast du da so wirklich ab so Folge. Staffel 3, Folge 10, da geht's los und Staffel 6, Folge 5 hört's auf. Das muss ich so, das sind nicht mal vollständige Sachen. Das wäre eigentlich schon wieder ein Thema für nicht für einen Podcast, aber vielleicht auch für Zeit zum Reden. Aber einfach, du hast ja, dann den Struggle. Doch hier. Lass mich das mal eben, wir haben doch jetzt schon von Angst, lass mich auch nochmal eben Senf dazu geben. Also du hast ja den Struggle einfach, weil du hast bei den offiziellen Diensten hast du perfekte Quali, super Service, geile Funktion, aber keinen Inhalt. Nee. Und bei den hast du in grenzwertigen Stream-Dingern hast du halt alles, was du gucken willst, aber in der Rotzqualität des Jahrtausends und meistens noch mit Sexwerbung überall daneben und was weiß ich sonst noch alles. Die ist ja nicht mal so schlimm, die kannst du wegdrücken. Viel schlimmer ist die Werbung, die direkt Dienste bei dir installieren will.
Ja, oder halt diese ganzen, sie haben gewonnen oder sie haben ein Virus. Sie haben gewonnen, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Sie haben ein Virus. Aber einfach die Tatsache eben dieses, was meine ich, halt die Dienste, die sofort irgendwas in deine wo du schon noch Chrome Download Apps installieren will musst. Oder die einfach anfangen Download zu starten. Das gibt's auch ganz oft. Okay. Ah, hier kommt wieder. Okay, dann nehme ich jetzt mal an, dass das bei jeder Welt dann hinterher kommt, oder? Ja. Das ist auch nicht schlecht. Warum nicht? Jetzt wieder geklackert, Freunde. Bei Rayman Legends haben sie ja dann diese Musiklevel eingeführt. Die finde ich besonders cool. Da müssen wir dann, wenn wir dann das irgendwann mal spielen, bestimmt nochmal irgendwie unser Gerät, unser Fernseher lauter stellen. Diese Musiklevel? Ja, da gibt's so Musiklevel, wo du so im Rhythmus springen musst und so. Die sind richtig geil. So ein bisschen Just Dance? Ja, so ein bisschen. Kann man hier schneller fliegen? Nein. Also ich würde sagen, die Angry Birds auch am besten aufsaugen, dann hast du zumindest schon mal einen so auf Vorrat und mal dann irgendwie abschießen, so genau. Ja, aber dann kann ich nicht normal schießen. Hier oben kannst du sogar dagegen ballern, ich weiß, dann kannst du da umleiten, hab ich doch gerade schon, mach ich doch schon die ganze Zeit, du. Yeah. Aber ich kann da nicht immer so drauf achten, was du oben hast. Ja. Du musst ja schon drauf achten, was ich mache und dann dazu noch was erzählen. So ist das halt, wenn man kein Skill hat. Wenn man kein Skill hat, wenn man nicht Rainer heißt, ne? Wenn man nicht Rainer heißt, dann geht das nur der Rainer. Der Rainer hat den Skill. Ach so, da muss man auch warte. Aber ich wette, dass die roten Looms, wenn man die roten einsammelt, die 10 bestimmt doppelt. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch cool hier. Aha, die schwarzen Looms werden einfach durch das Licht rausgeblendet. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das schwarze Looms sein sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil die bisher noch nicht hier vorkamen in dem Spiel. Ja, aber was sind schwarze Looms? Das sind normalerweise immer die Antagonisten. Obwohl, nein, schwarze Looms gab es eigentlich auch nur in Rayman 3, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, aber ich glaube, die schwarzen Looms, das sind gar nicht die Bösen. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Ethik-Schiene. Die haben einfach nur keinen Bock, hier einfach aufgesaugt zu werden. Eben. Warum sind weiße Looms nicht die Bösen? Was soll das schon wieder? Wo ist die Gleichrichtung geblieben? Ja, nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, dass eher halt, weißt du, die Weißen werden hier eingesammelt und missbraucht. Und die Schwarzen haben keinen Bock darauf, die machen Revolte. Nee, aber also das eigentlich, ist eigentlich sind das hier die, eigentlich sind das hier die Stars. Aber selbstverständlich ist das natürlich angelehnt an Licht und Schatten. Ja. Das ist ja klar. Ja, okay, es ist 2016, da will ich sowas nochmal sagen. Stimmt. Ja, wirklich. Ja? Die Menschen sind nicht mehr fähig, selbst zu denken. Nee, eben. Ich könnte schon wieder mit Donald Trump ankommen. Das ist jetzt sogar schwach. Also jetzt gerade ist sogar in den Medien drin. Das ist der Beweis, dass die Menschen nicht mehr fähig sind. Ja, aber das ist ja nun mal, wie bei der Politik das immer so ist. Ja, natürlich. Die Leute haben halt unterschiedliche Meinungen. Und manche sind halt einfach. Und deswegen, ja, passiert dann da sowas. Wollen wir nicht über Politik reden. Nee, ich sag nur, man kann ja trotzdem sagen, dass es bitter ist. Ja. Ist halt nun mal ein aktuelles Thema, ne? So, machen. Deswegen, Leute, ich kann euch auch empfehlen, ne? So PS4 Pro, Mass Effect Andromeda, das werdet ihr alle nicht mehr kennenlernen. Lieber einfach im Bunker und safe. Play it safe, play it cool. Ja, Mann. Ja, ich werde Andromeda auf der normalen PS4 spielen. Ja, aber dann können wir Zeit zum Reden und können einfach die Unterschiede direkt, oder ein Podcast oder so, dann können wir die Unterschiede direkt rausarbeiten. Ich glaube, so viel wird man da nicht sehen können. Also, weil keiner von uns hat einen 4K-Fan. Nee, eben. Aber deswegen, das finde ich zum Beispiel scheiße, dass du nicht zwischen 4K und 60 FPS zum Beispiel gehen kannst. Mhm. Weil in der Lage ist das Ding, weißt du? Und ja, wenn man jetzt keinen 4K-Fernseher hat, dann kann man zumindest die 60 wählen. Das wäre halt viel geiler. Habe ich, glaube ich, in dem PS4 Pro, ich habe ja in Soul Blazer mal drüber gesprochen. Auch, glaube ich. Woo! Alter, was geht jetzt ab? Habe ich da auch erzählt, dass die hätten sich lieber darauf konzentrieren sollen, mal vernünftig 1080p-Spiele in 60 FPS darzustellen, anstatt hier direkt auf 4K zu gehen. Ja, das ist halt voll unnötig. So, und das Problem ist, Scorpio kann das und Sony will dann halt natürlich auch direkt. Ja, es ist immer dieser Konkurrenzkampf, weißt du? Ja. Aber guck mal, ohne den Konkurrenzkampf hätten wir heute wahrscheinlich keine Controller. Und den Konkurrenzkampf wird Sony nicht mal geben. Ja, stimmt wohl. Naja. Alter, lol! Oh, das ist nett. Nintendo. Bestes Ende! Sony, bestes Ende! Sony gibt's ja Dankeschön. Auch nur. Sony gibt's ja auch nur, weil Nintendo mal wieder reingeschissen hat. Das eben. Ist so. Ja. Das war aus. Sony hat einfach gesagt, so fick dich Nintendo hier. Und seitdem haben Sony. Aber. Aber ist es so. Hast du das Bild gesehen von der Sony. Von der Nintendo PlayStation? Mhm. Richtig komisch, das zu sagen. Nintendo PlayStation. Aber ja, so war's. Ja, das war doch einfach nur ein 64 mit dem Spiel. Nein, das war ein Super Nintendo mit Disklaufwerk. Oder so. Oder war das N64? Nee, das war ein N64. Das war ein N64, genau. Ja. Nicht das Super Nintendo. Der hatte dann einfach unter dem Ding noch so ein Laufwerk. Das sah scheiße aus. Ja, Nintendo PlayStation. Ist das jetzt vorbei oder ist das Bonus? Bonus? Das ist, glaube ich, schon die dritte Welt. Wir sind jetzt wieder am Weltbildschirm. So, ich würde sagen, ah, ja. Wir müssen nämlich den Akku laden, damit wir jetzt gleich noch Zelda aufnehmen können.
Das war's mit Raymond erstmal für diese Woche. Und wenn für euch dieses Jahr. Das wollen wir jetzt noch nicht beschwören. Wenn euch die Videos gefallen haben, dann würden wir uns wie immer sehen. Nein, wir arbeiten ja dran. Genau. Ist halt nun mal so, wenn du jetzt, wie viele Kilometer... Kilometer! 120. 120 Kilometer leben wir jetzt auseinander, dann geht das halt nicht so oft. So, und wenn ihr mögt, sehen wir uns in kommenden Videos wieder. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Ja, und vor allem, wenn ihr wollt, dass unsere Quali besser wird, ne? Dann macht Werbung für uns. Nein, macht sie nicht. Ja. Weil sonst kommt das wieder auf uns zurück. Habe ich keinen Bock drauf. Was ich noch ansprechen wollte, das mache ich jetzt einfach hier. Ihr könnt uns natürlich immer auch Spielewünsche noch reinschreiben, wenn immer. Ihr wollt. Immer! Das gilt sowohl für uns, für Spiele, die wir im Korb spielen können, und bei meinen Videos könnt ihr dann natürlich auch sagen, was ich spielen soll. Das habe ich beim letzten Mal vergessen anzusprechen. Also ihr könnt mir auch sagen, was ihr spielen sollt, und dann werde ich sagen, mache ich und mach's nicht. Irgendwie so. So wie ich die ganze Zeit schon sage, ich mache eigene Projekte und mach sie nie. So, naja, gut. Jedenfalls, das wollte ich noch mal eben schnell gesagt haben. Also, wie gesagt, Spiele wünsche ich immer her damit. Und ansonsten, macht's gut, schönen Tag, haut rein, tschüss. Jo. Siehst du? Und wie hast du es gemacht? Oh! Sorry!